Seid gegrüßt, schnell und einfach. Bregenwurst, aber ohne Darm. Schaut mal. Was brauche ich alles für meine Bregenwurst? Natürlich erstmal Fleisch. Hier habe ich dicke Rippe. Die muss ich natürlich erstmal klein schneiden. Dazu kommen dann noch Zwiebeln, Gewürze. Und ich mache es nicht mit Pökelsalz und es kommt auch nicht in den Darm. Ich kann das, wenn die Wurst dann soweit fertig ist, kann ich sie gleich essen. Sie muss dann nicht umröten. Ihr könnt sie natürlich dann auch in Rinderkranzdarm reinmachen. Da hält sie dann auch 5 Tage drinne. Wenn er sie dann nach diesen 5 Tagen räuchert, dann hält sie nochmal 5 Tage. Also ihr könnt das ziemlich lange rausziehen. Natürlich ist es dann besser, wenn er dann NPS nimmt, also Nitritpökelsalz, liegt an euch. Ihr könnt das Verhältnis auch nehmen, ihr könnt auch Schweinebauch nehmen, plus Schulterfleisch oder nur Schulterfleisch mit Fett, liegt an euch. Ich nehme mal die Sachen meistens, die im Angebot sind. Ich habe auch festgestellt, Schweinefleisch ist relativ teuer geworden und Rindfleisch billiger. Naja gut. Okay, ich nehme das Stück jetzt und tue es jetzt erstmal klein schneiden und dann geht's weiter. Klein geschnitten, Gewürze rüber. Es gibt da einige hier im Raum Hannover, die machen sowas und die sowas gerne essen. Die wissen wahrscheinlich auch, wie teuer das ist. Also die Bregenwurst. Und so macht man sich mal schnell selber etwas. Vielleicht auch, wenn mal Freunde, Bekannte kommen, kann man sowas immer mal anbieten. So, das Ganze kommt jetzt in den Fleischwolf und dazu lasse ich natürlich die Zwiebeln zuerst durch. Jetzt geht's weiter. Na dann geht's mal los. Und jetzt wird das Ganze gemengt. Wie gesagt, die Wurst ist sehr schmackhaft und wenn man sie kauft, relativ teuer. Ihr könnt da mit Sicherheit immer freuen, was Gutes anbieten. Ihr könnt es an Damen füllen, wenn ihr wollt. Ihr könnt es auch einkochen. Liegt an euch. Wenn ihr seinen Därme füllt oder auch einkocht, dann macht einfach Weißbrot dazu. So, und dann wollen wir das Ganze jetzt mal anrichten und natürlich auch probieren. Ja. Einfach genial. Sorry, aber sowas esse ich sehr gerne. Ja, ihr habt gesehen, wie einfach das Ganze geht. Wie gesagt, ihr könnt die Masse auch in einen Rinderkranzdarm geben oder einen Schweinedarm. Ihr könnt sie räuchern, wenn ihr wollt. Macht sie im Darm erst, oder ihr könnt sie auch einkochen, macht sie im Darm erst. Lässt sie 5 Tage im Kühlschrank. Danach räuchert sie einfach nochmal,
dann habt ihr nochmal 5 Tage länger. Habt ihr dann 2 verschiedene Geschmacksvarianten. Geräuchert schmeckt sie natürlich auch sehr lecker. Probiert es einfach mal aus. Also man muss nicht immer irgendeine Verpackung drum haben, um mal schnell eine Wurst machen zu können. Gerade ist diese Bregenwurst gehört zu der Rohwurst und da ist das geschmacklich egal, ob ich da jetzt einen Darm drum habe oder einfach nur die Masse dementsprechend zurecht forme und sie dann einfach gleich genießen kann. Wenn ihr MPS nehmen wollt, also ihr Pökelsalz, dann müsst ihr sie natürlich umrühren lassen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man sie in Darm macht oder einkocht. Ja, Rezept steht unter meinem Video, unter Beschreibung. Ciao, euer Mecha. Wiesel, Butze. Ciao.